Stadt an der Elbe, eine Stadt der Produktion moderner Landtechnik, bekannt in aller Welt. Traktoren aus dem Traktorenwerk Schönebeck, einem Betrieb des international bedeutenden VEB-Kombinat Fortschritt Landmaschinen Neustadt in Sachsen, sind zu einem Begriff als Arbeitsmittel in der Land- und Forstwirtschaft sowie der Industrie geworden. Ja, hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, ihr habt das Intro gesehen. Wir befinden uns in Schönebeck und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur ersten Folge Alltag in Schönebeck. Das Ganze wird so ablaufen, ihr entscheidet jetzt in den Kommentaren bzw. auf Facebook, mit welchem dieser Fahrzeuge wir starten. Dann marschieren wir zum Hof, fahren zum Hof. Und dort geht es heiter weiter. Wie gesagt, die Auswahl der Fahrzeuge entscheidet ihr. Natürlich nichts Modernes. Ihr kennt es, Osttechnik-Freunde LS19 wird niemals irgendwelche modernen Sachen nehmen. Und dann bewirtschaften wir unseren kleinen Hof. Das heißt, wir werden uns Schweine kaufen. Wir werden uns Hühner kaufen. Und wir werden Bäume pflanzen. Wir haben hier hinten noch ein Stückchen Wiese, das wir dann bewirtschaften können, wie wir wollen. Oder wir kümmern uns um die umliegenden Felder. Das entscheidet, wie gesagt, dann im Laufe der Zeit alles ihr mit mir zusammen. Und dann bauen wir auch noch die Karte ein bisschen um. Alles nach unseren Wünschen. Ich habe übrigens schon was Neues verbaut, das wollte ich euch noch zeigen. Das finde ich ein schnippisches kleines Detail. Falls man mal Abend sein Bier trinken will. Kann ja auch mal aufmachen, ja. Ah, die könnte noch ein paar Details gebrauchen, aber ansonsten schon mega geil. So, wie gesagt, ihr entscheidet erstmal die Startfahrzeuge und dann geht's los. Kommentiert fleißig, teilt das Video, umso mehr Kommentare, desto besser. Und dann sehen wir uns in der ersten Folge von LS19 Alltag in Schönebeck.